Wir gehen rein in die DMT-Recherche. Dann bemerkte ich diese Frau zu meiner Rechten mit einer wirklich langen Nase und grüner Haut. Krass. Aliens hidden, man. Dies ist die Geschichte von DMT. Ja, der redet wie Joe Rogan. Ist das Joe Rogan, Digga? Young Joey, oder was? Warum gibt es DMT in unseren Körpern? Warum existiert es in Pflanzen und allen möglichen Säugetieren? Und was ist die Rolle, die es im Menschen spielt? Da sind wir jetzt drin in der Recherche, mein lieben Freunde. Ich brachte die Studien 1995 zum Abschluss und musste, um ehrlich zu sein, ein paar Jahre Pause machen, weil ich es einfach nicht erklären konnte. In den späten 90ern sprangen der US-Zoll zusammen mit der DEA ab und fingen Lieferungen von Ayahuasca ab. Für mich ist eine der Tragödien, dass die klinische Forschung an diesen Substanzen 1970 so gut wie aufgehört hat. Ein Stoff im Gehirn, der mystische Erfahrungen hervorruft. Ich fühle mich gerade, als ob ich schon selber Ayahuasca genommen habe. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yasuke sagt, Leon, hattest du schon mal eine Nahtoderfahrung eigentlich? Bei mir echt krank gewesen, hab mich gefühlt, als würde ich in Gottes Händen liegen. Nee, ich habe noch keine Nahtoderfahrung gemacht, aber die Erfahrung in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich am nächsten an Gott dran war, war, als vor mir jemand erschossen wurde in Mexiko, habe ich ja auch ein Video drüber gemacht und es da mit euch geteilt so. Und in dem Moment, als das passiert ist, bin ich halt zusammengeklappt auf die Knie so und habe das Gefühl gehabt, ich habe echt das Gefühl gehabt, als ob ich auch gestorben bin in dem Moment. Ich bin halt ein heftiger Empath und ich fühle Sachen extrem. Und ich bin da zusammengebrochen, bin auf die Knie gefallen, habe meine Augen zugemacht und habe gebetet. Und ja, so präsent war Gott in meinem ganzen Leben noch nie. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass er mich in den Arm genommen hat und so der ganzen Situation und mir beigestanden hat, so weißt du. Und das war auf jeden Fall ein krass prägendes Erlebnis, wo ich, glaube ich, echt am nächsten bis jetzt an Gott dran war. Ich habe seine Präsenz wirklich gespürt, der war neben mir, weißt du, wie ich meine so. Und das war auf jeden Fall eine heftige Erfahrung. Es war sowohl die schlimmste Erfahrung in meinem Leben, als auch halt dann schön, dass ich Gott mal so nah an mir spüren durfte. Aber es war auf jeden Fall eine sehr prägende Nummer, die auch so ein paar Spuren hinterlassen hat. So ein bisschen habe ich das Gefühl auch, dass in dem Moment auch ein Teil von mir gestorben ist, halt so, weißt du? Okay, Freunde, bevor wir jetzt hier wieder zu viel rumlabern, würde ich sagen, dass wir direkt in die Doku reinsteigen, ja? Wir gehen rein in die DMT-Recherche. Das Video heißt aber DMT, das Geistesmolekül, Doku Deutsch. Ich bin gespannt. Ich selber habe noch keine Erfahrung gemacht in dem Bereich. 0,0%. Keine Ayahuasca, kein DMT, keine Psychedelics allgemein, also kein LSD, keine Mushrooms. Diese ganzen Sachen habe ich selber noch nie probiert. Aber wer weiß, wie das in Zukunft aussieht. Umso mehr man sich beschäftigt, umso mehr kriegt man ein Gefühl dafür. Und ich glaube, umso mehr werde ich auch dann merken und spüren, ob ich ready dafür bin und ob ich das auch mal machen sollte. Ja? Yasuke sagt, Bro, es gibt im Dschungel auch Pumas, die Pflanzen mit DMT fressen und upspacen. Pumi-Vibes oder was? Pumi den Motherfucker. Ich sah die Stadt in weiter, weiter Ferne. Sie war dunkelgrün und diese Lichter flackerten und Wolken zogen darüber hinweg. All dies begann nach... Argon. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Gewaltigen geometrischen Mustern, die sich unglaublich schnell ändern und die man niemandem erklären kann, so schnell sind sie. Nachdem sie sich verlangsamt hatten, sah ich diese Stadt in weiter Ferne. Ich schaute mir das an und dann flog plötzlich diese Lichtkugel direkt an mir vorbei, direkt vor mir. Was war das? Es hat mich nicht erschreckt, außer dass es so nah war. Danach fing ich an, mich umzuschauen. Man ist an diesem Ort und dann fragt man sich, warum bin ich an diesem Ort? Dann bemerkte ich diese Frau zu meiner Rechten mit einer wirklich langen Nase und grüner Haut. Krass. Aliens hidden, man. Sie drehte an diesem Rad und ich bemerkte, dass sie die Helligkeit der Lichter in der Stadt hoch und runter drehte. Sobald ich sie ansah, bemerkte sie mich und sagte, was willst du sonst noch? Und ich sagte, was hast du anzubieten? Der Samurai sagt, wo kommst du auf die Videos? Schaust du sie dir vorab an? Manchmal gucke ich mir die Videos ein paar Sekunden vorher an. Das Video habe ich jetzt auch bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir das reingezogen, aber auch nicht mehr. Also ich gehe unvorbelastet in die Nummer rein. Ja? Falls ihr Videovorschläge habt, einfach Ausrufezeichen Discord in die Kommentare rein und dann könnt ihr bei dem Kanal Videovorschläge eure Vorschläge reinschicken
Und dann werden wir eventuell im Stream darauf reagieren. Gib mir die Unvorbelastet-Vibes, Bro. Dies ist die Geschichte von DMT oder Dimethyltryptamin. Ein einfacher Stoff, der überall in der Natur vorliegt, der schwerwiegende Einflüsse... Hä, der redet wie Joe Rogan. Ist es Joe Rogan, Digga? Nein. Seine Stimme hört sich genauso an wie Joe Rogan, Bro. Was ist der? ...auf das menschliche Bewusstsein hat. Eines der Dinge neben dem, was es sonst noch tut, eines der Dinge bei DMT, die mich schon immer fasziniert haben, ist die Tatsache, dass es so ein einfaches Molekül ist. DMT steht für Dimethyltryptamin, NN-Dimethyltryptamin. Wenn Sie sich die Struktur von DMT anschauen, gibt es eigentlich nur vier Positionen, an die man etwas anbinden kann. Young Joey, oder was? Geil. Young Joey. Sie können Diethyl oder Dipropyl herstellen. Es gibt noch ein paar andere Arten von Kohlenstoffketten, die man ans Ende anbinden kann, die Stoffe ergeben, die aktiv sind, die aber von DMT abweichen. Biosynthetisch ist es nur zwei Schritte von Tryptophan entfernt. Zwei winzige enzymatische Schritte von Tryptophan. Tryptophan ist natürlich eine Aminosäure und es gibt sie überall. Alle Aminosäure. Bestimmt auch gut für den Muskelaufbau, oder? BCAAs in den Händen. Organismen haben Tryptophan, was bedeutet, dass allen Organismen nur zwei Enzyme für die Synthese von DMT fehlen. Diese Enzyme sind uralt und es gibt sie überall. Sie sind Teil des einfachen Stoffwechsels, weswegen theoretisch fast alles DMT herstellen könnte. Krass. DMT ist überraschend weit verbreitet, in Pflanzen und Tieren auf der ganzen Welt. Doch bis jetzt weiß niemand wirklich, warum es existiert und was seine Funktion ist. Das ist die 64 Milliarden Dollar Frage. Warum gibt es DMT in unseren Körpern? Warum existiert es in Pflanzen und allen möglichen Säugetieren? Und was ist die Rolle, die es im Menschen spielt? Der verbreitete Stand des Wissens vor 30 bis 40 Jahren war, dass diese Dinge keine wirkliche Funktion hatten. Sie waren so etwas wie physiologisches Rauschen, doch das ist ein sehr naives Verständnis. Inzwischen verstehen wir, dass dieser Sekundärstoff so etwas wie die Sprache der Pflanzen ist. Es sind Botenstoffe. Pflanzen nutzen sie, um ihre Beziehungen mit anderen Organismen in ihrer Umwelt aufrechtzuerhalten. Warum ist das menschliche Nervensystem so aufgebaut, dass wir diese Erfahrung wahrnehmen können? Es gibt wichtige Informationen zu verstehen. Ich glaube nicht, dass es durch Zufall überall in der Natur enthalten ist. Es hat einen wirklichen Nutzen. Wir haben uns zusammen mit diesen Pflanzen entwickelt. Wer von euch glaubt an Zufall? Ich glaube nicht an Zufall. Und deshalb hat das Ganze einen Grund, eine Bedeutung. Es passt wirklich gut mit der Idee zusammen, dass DMT die allgemeine molekulare Sprache, Resonanzsprache zwischen allen lebendigen Kreaturen auf diesem Planeten und vielleicht auch auf anderen ist. Ich kann mir kein stärkeres Werkzeug vorstellen. Vielleicht auch mit anderen. Da sind wir jetzt drin in der Recherche, meine lieben Freunde. Gib mir die Alien-Vibes, Digi. Um die Frage, was ist Bewusstsein, zu beantworten. Diese Substanzen sind Mittel, die verwendet werden können, um das Bewusstsein in allen Bereichen des Lebens zu erweitern und dieses erweiterte Bewusstsein dann für die Verbesserung der Leben der Leute einzusetzen, in deren Gemeinschaft, in deren Familien und in unserer Gesellschaft. Die gute Nachricht ist, dass es immer mehr westliche Leute, Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler, Macher, Filmemacher und so weiter gibt, denen bewusst wird, dass dieses Zeug zu interessant ist, um es unter den Teppich zu kehren. Ja,
Ja, kommt immer mehr auch in unsere Welt. Wer von euch hat schon mal Erfahrung gemacht mit DMT oder eventuell Ayahuasca? Die Inquisition ist lange her. Die Geburt des Rationalismus ist lange her. In der heutigen Zeit gibt es keinen guten Grund, außer schlechten Gewohnheiten, diese Barrieren aufrechtzuerhalten. Mit Hilfe von... Da ist er wieder, Young Joe. Zwei guten Konzepten, die sich traditionell gegenüberstehen, Wissenschaft und Spiritualität, führen wir, ganz bescheiden, die psychedelischen Drogen wieder in den kulturellen Dialog ein. DMT, das Geistmolekül, ist ein Rätsel, ein Paradoxon. Der Geist ist die... Hat der Joe die Dokumentation gemacht auch, oder was? Kommt so rüber, als ob er so dieser Moderator davon ist. Der Welt, das Molekül, die äußere Welt. Weswegen psychedelische Drogen oder Entheogene uns von der Wissenschaft zum Geiste bringen. Die Zirbeldrüse, ein sehr kleines Organ in der Mitte des Gehirns. Da ist sie doch, die Zirbeldrüse. Shoutouts raus an Kianos, Bro. Die esoterischen und physiologischen Disziplinen haben mich schon lange interessiert. Ich dachte mir, dass es nicht total verrückt war anzunehmen, dass die Zirbeldrüse die Quelle von DMT sei, was auch gut zu meiner Theorie passte, dass die Zirbeldrüse etwas mit den natürlich auftretenden mystischen Zuständen zu tun hatte. Diese Hypothese schlägt vor, dass die Zirbeldrüse zu bestimmten Zeiten, wie Stress und Stimulation, eine erhebliche Menge des Hormons DMT freisetzt. Und es ist genau das Hormon, welches es der Seele ermöglicht, den Körper zu verlassen und wieder in ihn zurückzukehren. So haben es zumindest die weisen jüdischen Mystiker in der kodierten Sprache seit Tausenden von Jahren beschrieben. Meditation, Fasten, Singen oder andere Techniken können einen Schub an körpereigenem DMT verursachen. Meditation, Fasten und Singen. Was mit den mystischen Nahtoderfahrungen übereinstimmt. Ich hatte diese Theorie, dass große Ähnlichkeit zwischen psychedelischen Drogen und Erfahrungen bestehen, die man durch viel Meditation erreichen kann. Das habe ich auch schon mal gehört, dass natürlich durch Psychedelics diese Erfahrung extremer ist und sofort ausgelöst wird, aber mit Meditation kannst du dich langfristig in diesen Status begeben, dass du immer mehr Connection mit der Welt, mit der Erde, mit den Tieren, mit allem und mit anderen Menschen bekommst, weil du dann langfristig DMT ausschüttest. Also langsam, Step by Step und nicht so in einer Erfahrung, sondern du weißt, was ich meine. Das ist einer der Funde, die mich dazu trieben, nach dem Geistmolekül zu suchen. Einem Stoff im Gehirn, der mystische Erfahrungen hervorruft. Ich bin der Meinung, dass DMT möglicherweise eine Rolle bei der Erklärung von verschiedenen halluzinogenen Phänomenen spielt, die der Mensch im Laufe der Geschichte erlebt hat. Kreativität, Vorstellungskraft, Traumstadien, Veränderungen, die durch Isolation entstehen, Traumata und Hungersnot. Alle rufen halluzinogene Phänomene hervor. Diese halluzinogenen Phänomene können durch die Existenz von Stoffen, die dafür bekannt sind, Halluzinationen hervorzurufen, erklärt werden. Und die einzigen Stoffe, von denen wir wissen, dass sie das können, sind die Stoffe, die als Halluzinogene bekannt sind. Wenn wir über spirituelle Stadien nachdenken, sind körpereigene halluzinogene Stoffe und Moleküle, die das Gehirn potenziell freisetzen kann, wahrscheinlich äußerst relevant für dieses Thema. Auf der einen Seite können sie uns helfen zu erklären, wie der neurochemische Mechanismus dieser Erlebnisse funktioniert. Ich meine, wenn wir feststellen können, dass es eine Freisetzung von körpereigenen Opiaten oder Dopamin oder sonst irgendwas gab, so können wir diese Freisetzung messen und uns anschauen, wohin das Gehirn die verschiedenen Moleküle schickt und welche Rezeptoren aktiviert oder deaktiviert werden. Und dadurch können wir unglaublich viel mehr über diese Erfahrung lernen, da
wir die Erfahrungen, die die Menschen machen, viel besser mit den Halluzinogenen abgleichen und dadurch verstehen können, wo sie sich bezüglich der Rezeptoren und der unterschiedlichen Teile im Gehirn befinden, die sich aktivieren oder nicht aktivieren. Reizt schon, sowas mal auszuprobieren, ne? Ein weiteres interessantes Detail der Pharmakologie über DMT ist, dass es aktiv ins Gehirn transportiert wird. Man muss sich also über die Rolle von DMT bei allen Aspekten, bei normalen Aktivitäten der Wahrnehmung wundern. Zu viel DMT und Dinge werden sehr psychedelisch. Oder zu wenig DMT und das Gehirn lässt die Dinge langweilig, flach und grau erscheinen. Es gibt etwas bei DMT, das für mich einen Sinn enthält. Man nennt es das Geistmolekül, man könnte es auch das Realitätsmolekül nennen. Philosophisch betrachtet ist es einleuchtend, dass etwas, das so fundamental mit der Art unserer Wahrnehmung der realen Welt zusammenhängt, überall in der Realität vorhanden ist. Ja, finde ich auch, Samurai. Ich finde es faszinierend, Berichte über die Erfahrungen zu hören. Brutal. Sehr, sehr interessant. Habe ich mir auch schon die ein oder andere Erfahrung reingezogen. Können wir uns hier im Stream dann auch mal reinziehen, auf jeden Fall. Es gab etwas, das sich so anfühlte, als ob es etwas Besonderes wäre. Es war nicht wie andere psychedelische Drogen. Seine Intensität und Geschwindigkeit war so, dass es wirklich eine andere Art von Reaktion hervorrief. Ich erinnere mich fast das Gefühl zu haben, dass es wie ein psychedelischer Bungee-Jump war, dass man eine Art rohen Sprung in dieses sich rasend schnell verändernde Umfeld machte. Das war ganz anders als die eher langsamen Annäherungen der anderen psychedelischen Drogen. Krass, Mann. Keanu hat ja auch gesagt, du ziehst das rein und boom. DMT zu rauchen ist ungefähr so, als würde man sich andere psychedelische Drogen spritzen. Man ist an einem Ort, bang, dann an einem anderen Ort, bang, und wieder hier, so dass man nicht besonders viel Platz hat, sich zu überlegen, wer man ist oder was man hier macht, warum man an diesem Ort ist oder was man lernt. Es ist, als ob man zu viele Informationen in den wenigen Minuten zu verarbeiten und zu integrieren hat, wenn man wieder auf der Erde ist. Ich glaube, man muss auch spirituell schon ready sein für so einen Trip irgendwie. Weißt du, was ich meine? Dass man das auch so ertragen kann, ohne verrückt zu werden, oder? Also ohne da in dem Moment durchzudrehen, schockiert zu sein, zuzumachen, Ego und so. Also ich glaube, man muss schon spirituell ein bisschen gereift sein, bevor man sich ranwagt an solche Geschichten. Dimethyltryptamin fängt, wenn verabreicht, sehr schnell an und hat eine sehr kurze Wirkungszeit. Das kommt daher, dass es sehr schnell abgebaut wird, damit der Körper es ausscheiden kann. DMT wird durch ein Enzym in der Leber, das sich Monoaminoxidase oder MAO nennt, schnell abgebaut. Deswegen aktiviert es sich nicht, wenn man es oral einnimmt. Wenn man allerdings Psilocybin oral einnimmt, wird es nicht so schnell durch Monoaminoxidase abgebaut. Psilocybin ist doch auch in Pilzen drin, ne? Was dazu führt, dass es durch die Leber ins Blut und dann ins Gehirn gelangt. Ja, ich bin sehr interessiert an Ayahuasca. Als ich meine Studien in den Ayahuasca ist krass. frühen 90ern begann, fing Ayahuasca gerade an, im Westen bekannt zu werden. In den letzten 10 bis 15 Jahren ist es natürlich noch bekannter geworden. Und der wirklichkeitsentfremdende Stoff in Ayahuasca ist DMT. Durch eine erstaunliche Fertigkeit in Chemie haben die Eingeborenen des Amazonas etwas gefunden oder kombiniert. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ich glaube, es ist ein Blatt von einer Pflanze und die Wurzeln von einer anderen Pflanze, ne? Aber sie fanden eine Pflanze, die DMT enthielt, und eine andere, die ein Enzymblocker war. Kombiniert man die beiden, kann man DMT trinken und es wirkt. Es fängt also nach einer halben Stunde an und dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden, wodurch man sehr viel angenehmer in diesem Zustand manövrieren kann, als wenn man es raucht oder es sich injiziert. Wenn ich sowas machen sollte, dann mache ich das nur an dem Ort, wo diese Pflanzen auch wachsen. Nur da, wo es herkommt. Ich glaube, es soll so sein. Ich glaube nicht, dass es so geil ist, das an Orten jetzt zum Beispiel hier in der westlichen Welt zu nehmen, was ja auch viele machen, aber ich habe mir schon immer gesagt, wenn ich sowas mache, dann nur da, wo diese Pflanzen auch wachsen, weil ich glaube schon, dass das auch nochmal einen Einfluss haben kann. Oral aktiviertes Ayahuasca nimmt sie
Ja, und mit Begleitung. Und auch 1:1. Also mit einem Schamanen und mir quasi. Ich will das auch nicht in der Gruppe machen mit so vielen Menschen. So, das, da habe ich keine Lust drauf. Ich will das 1:1 mit einem Schamanen, wenn ich das mache. Und muss auch jemand sein, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist, die Verbindung ist da, Soul Connection muss auch da sein. Mit und bringt sie in diesen Raum, umarmt sie, reinigt sie, zeigt ihnen alle möglichen mystischen Visionen und bringt sie dann sanft wie eine Feder wieder zurück auf den Boden. So wertvoll meine DMT-Erfahrungen auch waren, habe ich das Gefühl, dass diese Stammestechnik einen sehr viel weiterreichenden Wert hat, indem es die Erfahrung ausweitet und einen navigierbaren Raum erzeugt. Unsere ganze westliche, europäische, gewachsene Tradition, Alkohol zu destillieren und Chemikalien zu isolieren, um sie noch stärker zu machen, sie aus der Natur herauszureißen und sie in eine riesige Mischung zu stecken, ist meiner Meinung nach nicht der sinnvollste Weg. Ich glaube, dass es einen Grund hat, dass Kulturen gelernt haben, eine 5-Minuten-Erfahrung in eine 5-Stunden-Erfahrung zu verwandeln. Es scheint so, als hätte Ayahuasca einen Plan und wäre in die Welt gekommen, um DMT in viele tausend Leben zu bringen und sich einen größeren Rahmen zu verschaffen, als es für die letzten 10.000 Jahre hatte. Es tat dies sehr schnell und es tat dies in einer bestimmten Form. Es ist sehr viel schwieriger für die gegenwärtigen Machtstrukturen, Ayahuasca niederzumachen, da es schon seit Tausenden von Jahren legitimer religiöser und spiritueller Praxis entspricht. Auf jeden Fall im Amazonasgebiet. Und das können wir nicht einfach alles als primitiven Blödsinn und Aberglaube abtun. Safe nicht. Wir müssen es zu seinen eigenen Bedingungen anpacken. In Balance sagt, ich bin kein Fan von Drogen. Der Mensch sollte eigenständig dazu in der Lage sein, sich in diesen Zustand zu begeben, ohne die Einnahme von Drogen. Ich glaube auch, das Wort Drogen ist nicht so passend bei dem Thema Ayahuasca zum Beispiel. Viele reden von einer Art Medizin. Ich denke, dass es eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die das Verlangen verspüren, sich wieder mit der Natur, mit Pflanzen und mit Tieren zu verbinden. Und wir wissen durch die Schamanen, dass es einen Weg gibt, dies zu tun. Und dass die Mittel. Bin aber auch gleichzeitig davon überzeugt, ich zum Beispiel glaube, dass ich auch ein bisschen mit DMT gesegnet wurde, weil ich diese Connection zu Menschen und Tieren und der Natur von alleine schon extrem ausgeprägt habe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass so ein Moment das nochmal intensivieren kann, gerade wenn du spirituell schon auf einem gewissen Level bist, dass du einfach nochmal gefestigter bist in deiner Spiritualität, so, ja, denke ich. Und ich glaube auch, dass es nicht für jeden ist. Ich glaube auch, dass du als Mensch das spürst, ob du bereit dafür bist oder ob du das nehmen solltest oder nicht. Ich glaube, nicht jeder ist dafür gemacht. So. Diese psychoaktiven Mittel aus Pflanzen wie Ayahuasca ein sehr direkter Weg sind, dies zu tun. Es ist sicher nicht für jedermann und ich denke, dass eine Menge Leute tatsächlich mit gutem Grund davor Angst haben. So. Ich habe, wie viele andere Menschen meiner Generation, das erste Mal durch Terence McKenna von DMT gehört. Es war eine sehr lustige Art, etwas von einem so starken, interessanten und anthropologisch reichen Thema wie DMT zu erfahren. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal von dem Thema erfahren habe. DMT, Ayahuasca. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Digi. Ich glaube auch wieder über die Pro-Bro-Jungs. Patrick, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Dass er als Konzept erklärt wurde, als etwas, das Leute tatsächlich einnahmen. Der DMT-Flash machte es deutlich, dass Bewusstsein außerhalb des Körpers möglich war.
Ich glaube, dass die ganze Spannung der Geschichte und die Spannung des Lebens vom Verfall des Körpers handelt. Terence war ein sehr guter Förderer. Eigentlich hat er gesagt, dass es die ultimative metaphysische Realitätspille war, obwohl es keine Pille ist. Ich dachte, dass es eine ziemlich gute Beschreibung gewesen ist, als ich es nahm. Es scheint eine andere Größenordnung als LSD oder Mescalin und einige der anderen Dinge, die es so gab, zu sein. DMT schien wirklich eine ganz neue Ebene der Erfahrung zu sein. Cool gemacht, die Doku auch, finde ich. Bildern und so, sehr mystisch. Zieht einen schon in den Bann rein, ne? Wie findet ihr die Doku bis jetzt, Freunde? Gebt mal Feedback in den Chat. Da ist er wieder. Ich bitte Sie, dass Sie jegliches Vorurteil über diesen Stoff, egal ob negativ oder positiv, hinter sich lassen. Was auch immer Sie glauben, was sein Wert sei, wird es tiefe Einschnitte haben, wo auch immer wir es verwenden. Ob es in der zeitgemäßen westlichen Kultur oder im Amazonas-Regenwald ist. Die Ayahuasca-Kirchen fingen in den 50ern an, öffentlich bekannt zu werden. Es gab einen Übergang von den eingeborenen Indianern in Südamerika zu den Mestizo-Völkern in den Städten und dann kamen die Kirchen. Ja, seit er ist Joe Rogan. Ist er. Wissen Sie? Die Santo Daime-Kirchen und die UDV-Kirchen, die etwas später mit ihren Zeremonien anfingen, wodurch Ayahuasca nicht nur für Indianer, sondern auch für die Menschen aus den großen Städten zugänglich wurde, die so weit von den Schamanen entfernt waren wie wir. In den frühen 1990ern etablierte UDV eine Kirche in den Samurai, kann man von DMT auch einen Horrortrip bekommen oder ist es immer positiv? Es ist relativ, ist halt die Frage, was du als Horrortrip bezeichnest. So. Also es kann auf jeden Fall versteckte Emotionen und vergangene negative Situationen und Erlebnisse hochholen, mit denen du dann konfrontiert wirst. Die Frage ist, ob das dann unbedingt negativ ist. Kann sich erstmal schlecht anfühlen und es braucht vielleicht auch eine Zeit, dass du damit umgehen kannst, auch nach der Erfahrung noch. Aber es ist halt wenigstens rausgeholt aus dir und du wurdest damit konfrontiert, anstatt dein Leben lang damit rumzulaufen. Also viele, es ist sehr relativ. Ich hoffe, da kommen jetzt auch noch ein paar Erfahrungsberichte von Leuten. Ich denke mal, die werden auf das Thema auch noch kommen, Bro. Nicht in Staaten. In den späten 90ern sprangen der US-Zoll zusammen mit der DEA ab und fingen Lieferungen von Ayahuasca ab. Die Kirche... Die Amis wieder. ...protestierte gegen die Regierung und sie verschrien es als Verstoß gegen die Wiederherstellung. Miss Julia, danke für den Support. Miss Julia hat Samurai ein Abo geschenkt. Julie, fauste den. ...in Freiheit und der Fall ging bis zum obersten amerikanischen Gerichtshof. Im Februar 2006 wurde die Entscheidung bekannt gegeben und es war eine einstimmige Entscheidung zugunsten der UDV. Wie kommt es, dass Substanzen, die von Hunderten von Kulturen für Tausende von Jahren so interessant gefunden wurden, in der gesamten westlichen Welt verboten sind? Wie wohl? They want to control your mind. That's why you gotta be formless, shapeless, like water. Kommen diese Kulturen, die sich selbst aufgeklärt, demokratisch und wissenschaftlich nennen, dazu, Pflanzen als illegal einzustufen? Es kann merkwürdig erscheinen, aber es sagt... Pflanzen sind illegal, aber die Sachen sind legal. Waffen, Panzer, Manzer und so. Ich küsse dein Herz. Es ist definitiv viel über den Charakter dieser Gesellschaften. Unsere Gesellschaft schätzt das Bewusstsein, akute Probleme zu lösen und wertet alle anderen Formen des Bewusstseins ab. Jede Form von Bewusstsein, die nicht damit verbunden ist, materielle Güter zu produzieren oder zu konsumieren, wird in unserer Gesellschaft stigmatisiert. Natürlich erlauben wir, betrunken zu sein. Wir erlauben den Menschen eine kurze Pause vom materiellen Netz. Eine Gesellschaft, die sich diesem Modell verschreibt, ist eine Gesellschaft, die alle Formen des Bewusstseins verurteilt, die nichts mit der Mentalität der akuten Problemlösung zu tun haben. Und wenn Sie in die 1960er zurückgehen, gab es einen riesigen Aufschwung in der Erkundung von psychedelischen Drogen. Und ich würde sagen, dass die große Gegenbewegung, die folgte, etwas damit zu tun hatte, dass die Mächtigen Angst hatten.
viel Liebe war am Start. War doch mit LSD genauso damals. THC, LSD, zu viel Liebe, das müssen wir bekämpfen, wir müssen denen das wegnehmen. Dass, wenn genug Menschen in Welten eintauchen und diese erleben würden, die Grundbausteine der Gesellschaft, die wir heute haben, auseinandergenommen würden. Und am wichtigsten, die Machthaber an der Spitze nicht mehr länger die Macht an der Spitze hätten. Krasse Zeit, Digga. Er ist voll im Film. Let's go. Es gab einen unbegründeten Optimismus. Wissen Sie, dass Vietnam zu der Zeit stattfand und all dieses Zeug passierte und dass die psychedelische Bewegung sich nicht wirklich mit diesen Punkten beschäftigte und dass Timothy und seine Leute uns das Blaue vom Himmel erzählt haben, was nicht wirklich funktionierte. Wir sind zurzeit, ob es uns gefällt oder nicht, im psychochemischen Zeitalter. In der Zukunft wird es nicht mehr darum gehen, welches Buch man liest, sondern welche Chemikalien man einnimmt, um sein Bewusstsein zu öffnen oder zu schließen. Chemikalien können uns helfen, schneller zu lernen und unser Bewusstsein zu erweitern oder zusammenzuziehen. Die Atmosphäre in den 1960ern war, wir stellen hier Forschungen an. Wir haben unser Leben dazu verschrieben, alles zu probieren, was es auf dem Planeten gab. Wir probierten es aus, redeten darüber und bewerteten es. Wir empfanden uns mehr oder weniger als spirituelle Pioniere. So wie ich die 60er sehe, kann man es als fehlgeschlagene Massenkulturreise der Initiierung sehen. Wissen Sie, einige Leute probierten sich in diesen anderen Wirklichkeiten, aber sie hatten keine Basis dafür. Es gab keine weisen Traditionen oder Alten, es gab keine Verbindung. Das ist halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Diese weisen Traditionen und Alten, Schamanen, Menschen, die das Wissen weitergetragen bekommen haben, übermittelt bekommen haben, die dann sowas auch leiten. Ich glaube, einfach so sich hinzusetzen mit Freunden und dann Psychedelics reinzuknallen, ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Angelegenheit auch. Und ich glaube, man sollte echt schauen, dass man das nur macht, wenn man geführt wird und wenn man das mit jemandem macht, der auch das Wissen darüber hat und wenn man das richtige Setting hat und weiß, warum man das tut. Dieser Trend, einfach nur das so zu machen, weil Leute davon erzählt haben, ist, glaube ich, nicht so geil. Sollte immer noch spirituell sein. Zu schamanischen Gruppen. Ein paar Leute gingen los und machten sich kaputt. Timothy Leary hat den wissenschaftlichen Ansatz so in Mitleidenschaft gezogen, indem er anfing, etwas wirklich Interessantes zu erforschen und dann anfing, das Ganze zu vermarkten, was auf seine Weise beängstigend war. Wir reagierten kulturell und es wurde politisch unmöglich, diese Art von Forschung weiter zu betreiben. Stiftungen stellten keine Fördermittel zur Verfügung. Andere Geldgeber hoben die praktischen Hürden an, die überwunden werden mussten, um diese Art von Forschung anzufangen. Und ich denke, dass viele Menschen, die diese Art von Forschung betreiben wollten, diskreditiert wurden, eben weil sie diese Art von Forschung betreiben wollten. Lass doch forschen, no. Immer diskreditieren von den Menschen, feiere ich nicht. Leon, denkst du manchmal daran, so alles liegen zu lassen und in der Natur zu leben? Alles liegen lassen mache ich auf jeden Fall nicht so radikalmäßig, aber langfristig werde ich definitiv in der Natur leben. Definitiv. Mit einer kleinen Community, schönen Natur-Vibes. Muss nicht 100% Natur sein, aber schon so ein bisschen abgekapselt von der Gesellschaft. Und dann da eine eigene Community aufzubauen mit schönen Menschen, guten Seelen, guten Herzen. Das ist das Ziel, das ist der Traum. Soziale, politische und wissenschaftliche Probleme kamen zusammen und drückten diese Drogen vom wissenschaftlichen Markt. Die öffentliche Meinung war in vielen Fällen, dass psychedelische Forschung gefährlich wäre. Die allgemeine Bevölkerung hatte keine Ahnung von der wahren Natur dieser Stoffe und welch wichtige Rolle sie beim Verstehen von Wahrnehmung selbst spielen könnten. Für mich ist eine der Tragödien, dass die klinische Forschung an diesen Substanzen 1970 so gut wie aufgehört hat. Was schade, weil da hätte man echt noch so ein bisschen mehr rausfinden können. Weißt du, wie ich meine?
Schade, dass die das einfach so dann unterbrochen haben, die klinische Forschung. Ist besonders tragisch, da ich glaube, dass diese Substanzen eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Philosophie und unseres Denkens in der ganzen Welt gespielt haben. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Psychiatrie bis zu den 50er Jahren keine Ahnung davon hatte, dass Neurochemie eine Rolle bei Emotionen oder Verhalten spielen, was heutzutage verrückt wird. Die Entdeckung von LSD und der starken Effekte auf die menschliche Psyche passierte fast zeitgleich mit der Entdeckung des Serotonin-Moleküls im Gehirn. Das war der Moment, an dem Leute anfingen, die Struktur von Serotonin zu untersuchen und es mit LSD zu vergleichen. Und auf die Idee kamen, dass Neurochemie vielleicht doch eine Rolle in der Gehirnchemie und dem Verhalten spielen. Wenn LSD nicht entdeckt worden wäre, hätten die Verwendung in der Behandlung von Depressionen und solchen Dingen finden oder zumindest noch nicht. Nachdem diese Drogen einmal missbraucht und verleumdet wurden, musste die Psychiatrie hart arbeiten, um sich von jeder gültigen Wissenschaft und wissenschaftlich verdienten Beziehung mit psychedelischen Drogen zu distanzieren. Ein Psychiater zu sein und zu sagen, dass man etwas über psychedelische Drogen lernen will, wird nicht besonders gern gehört. Ich machte den Fehler, es einmal zu erwähnen und wurde dazu angehalten, es in den nächsten Jahren nicht wieder auf den Tisch zu bringen. Krass. Aus kulturellen Gründen wurde die gesamte Klasse dieser Was eigentlich voll interessant ist, wenn ein Psychiater sich mit solchen Sachen auseinandersetzt und da forscht. Warum wird es verboten? Von der Arbeitsplatte genommen. Und seit 40 Jahren wurde keine Forschung mehr betrieben. Wissenschaftlich gesehen kann ich mir keinen aufregenderen Bereich vorstellen. Voll. Wie fängt man an, diese Pflanzen und Stoffe zu studieren? Pflanzen und Stoffe, die unvorstellbare Erlebnisse hervorrufen und Licht auf einige der größten Mysterien der Menschheit zu werfen scheinen. Um diese Frage zu beantworten, führte Dr. Strassman die erste psychedelische Forschung seiner Generation durch. Eines der Dinge, die ich schon früh herausfand, war Dr. Strassman, dass ich in der Lage war, zwischen dem Ey, Joe Rogan confused mich. Ja, bei mir ist auch immer, wenn der kommt, so krass einfach Joey Joes am Start, ja. In einer wissenschaftlichen Umgebung und dem Gebrauch in der Freizeit zu unterscheiden. In den frühen 1980ern überprüfte ich die Literatur und konnte feststellen, dass, wenn Menschen tatsächlich sorgfältig überwacht wurden, die unerwünschte Reaktion auf LSD und ähnliche psychedelische Drogen extrem niedrig war. Die Droge oder der Stoff oder die Chemikalie, die am besten geeignet schien, die Fronten für die Forschung mit psychedelischen Drogen in Amerika wieder zu öffnen, war DMT. Es war wirklich aufregend für mich. Dies war die erste Studie in einer Generation und nicht nur, dass DMT schon sicher in früheren Studien verwendet wurde und es ist ein natürlicher Stoff des Gehirns. DMT ist auch eine der tiefgehendsten und stärksten psychedelischen Drogen. Es war also nicht in einer klinischen Studie, es war der Neubeginn einer klinischen Studie mit einer extrem potenten Droge. Ich war stark dafür, dass wir diese Studien durchführen konnten und Rick stimmte mir zu. Also hatten wir einige Diskussionen darüber und irgendwann kam der Punkt, an dem Rick sagte, Dave, was machen wir, wenn wir all diesen Papierkram erledigen und den ganzen Aufwand betreiben und wenn alles bereit ist, bekomme ich das DMT nicht? Was tatsächlich möglich gewesen wäre, da DMT, klinisches DMT, nichts ist, was man einfach irgendwo kaufen kann. Und ich sagte, Rick, wenn wir so weit kommen und keiner es herstellen will, dann mache ich es eben. Und letztendlich kamen wir an diesen Punkt und ich machte es selbst. Krass, der hat es einfach selbst gemacht, oder was? Konzept der Studie war ziemlich direkt. Gib Leuten DMT und miss so viele Variablen wie möglich. Ich musste mich auf einige Einwände gefasst machen, die von den Ordnungsämtern kamen, die diese Art von Forschung überwachten. Zu dem Zeitpunkt begann also ein Nach dem Stream ab in die Küche DMT machen. Zweijähriger Prozess, sich mit einigen wenigen, jedoch gigantischen Ordnungsämtern zu beschäftigen. Ein wesentlicher Punkt der Agenda war das Einbeziehen eines Psychiaters der UCLA namens Daniel Friedman. Er war so etwas wie der Großvater der amerikanischen Psychiatrie und er war tatsächlich einer der Leute,
die in den 50ern und 60ern mit der Erforschung psychedelischer Drogen angefangen hatten. Und das Wichtigste, das Danny Friedman Rick erzählte, uns erzählte, war, sich von Psychotherapie fernzuhalten. Vergessen Sie es, Geisteskrankheiten oder Alkoholismus zu behandeln. Vergessen Sie das. Da liegt die Hysterie und da liegen die ganzen Ängste begraben. Sie sind ein Wissenschaftler, Rick, also arbeiten Sie als solcher. Führen Sie simple Messungen durch. Schauen Sie sich die Herzfrequenz an, Blutkreislaufparameter und vermeiden Sie damit die Probleme. Sie bekommen Fördermittel und es ist solide Wissenschaft. Rick tat, was er gesagt hatte. Er erstellte allerdings zusätzlich Berichte von dem, was passiert war, was eigentlich nicht vorhergesehen war und die auch nicht gefördert wurden. Das war auch nicht das, wovon Danny gesprochen hatte. Aber es war genau diese Nebenprodukte, die es erst so richtig interessant machten. Rick Strassman hatte eine Anzeige in einer Zeitschrift geschaltet. Ja, Schamane. Geil. In der er Freiwillige Patricio für eine besondere Studie mit Psychopharmaka suchte. Und ich wusste nicht wirklich, was das war. Ich konnte damals DMT nicht von STP unterscheiden. Ich erinnere mich, dass ich dachte, das hört sich schlimm an. Ich wollte mich melden und dafür sorgen, dass jemand dabei war, der sicherstellen könnte, dass niemand verletzt wird und der vernünftig mit dem ganzen Zeug umgeht. Ich habe Ricks Forschungsassistentin auf einer Party kennengelernt und sie hörte, dass ich bei einer Zeremonie Peyote genommen hatte. Und sie zog mich zu Peyote, habe ich auch schon mal gehört. Seite und sagte, es gibt da etwas, das Sie interessieren könnte. Wir suchen nach Testpersonen, freiwilligen Testpersonen, für ein ungewöhnliches Forschungsprojekt. Ich war ein bisschen besorgt darüber, dass die Teilnehmer unausstehlich sein könnten. Vielleicht ist das nicht das richtige Wort. Wissen Sie, Leute, die darauf aus sind, einfach viele Drogen zu nehmen. Doch sie waren sehr professionell. Die Leute hatten unterschiedlich viel Erfahrung mit Halluzinogenen. Es gab da einige Leute, die es sich anscheinend zur Lebensaufgabe gemacht hatten, alle Arten von Substanzen auszuprobieren, die es gab. Ich hoffe, es kommen noch Erfahrungen hier. Peyote ist Kaktee mit Mescalin, ein Kaktus, gell? Ja. Dann gab es andere, die einfach aus persönlichem Interesse, dem Wunsch nach persönlichem Wachstum oder einfach aus Neugierde da waren. Als wir dabei waren, die tatsächlichen Trips vorzubereiten, fragte Rick, Achterbahnen. Magst du Achterbahnen? Dieses Gefühl, ganz hoch hinaufzugehen und dann auf einmal der Erde entgegenzurasen? Und ich sagte, nein, ich hasse sie. Ich finde die furchtbar. Und er sagte, nicht gut. Ich wollte einfach diese Erfahrung mitmachen und so viel lernen, wie ich konnte, so viel aufnehmen, wie ich konnte und bescheiden bleiben. Die Idee von legalen psychedelischen Drogen war einfach sehr verlockend. Außerdem ist man in einem Krankenhaus. Falls man also das unangenehme Gefühl bekäme, dass man stirbt, ist man mit Ärzten in einem sehr sicheren Umfeld. Christopher ist auch in the building. Was geht ab? Hast du schon mal Gras geraucht? Yes, bro. In a very safe environment from that point of view. Das war wirklich auf dem neuesten Stand. Sehr fortschrittlich, hochriskant. Und die Leute kannten das Risiko, auf das sie sich eingelassen hatten. Und wollte noch eine extra Absicherung. Und ich war froh darüber, den Notfallwagen im Zimmer zu haben und ein Team im Krankenhaus, das auf Notfälle reagieren würde. Man ist in einem Krankenzimmer mit all diesen Geräuschen und Gerüchen und denkt an die früheren Erfahrungen in einem Krankenhaus, die einen an all die negativen Dinge erinnern. Ja, voll. Da kannst du doch kein DMT nehmen oder Psychedelics im Krankenhaus, Bro. Steril, negativ geladen auf jeden Fall. Ich musste also mit der ganzen Umgebung irgendwie klarkommen, denn ich wusste noch nicht, dass es egal war, wo ich war, dass ich nicht in meinem Körper sein würde. Ich würde draußen im Universum unterwegs sein und es wäre egal, von wo ich tatsächlich gestartet wäre. Es konnte ein Krankenzimmer oder der Dschungel im Amazonas sein. Es war wirklich egal, wo man war, da man dort nicht bleiben würde. Die Einstellung und die Umgebung sind unglaublich wichtig. Setting, ne? Es ist sogar noch wichtiger als die Substanz an sich. Wichtiger als die Substanz. Einstellung und Umgebung sind alles. Was sind also die Einstellung und die Umgebung, wenn einem die Augen verbunden werden? Die Einstellung und die Umgebung sind nicht, was du siehst, denn du siehst gar nichts. Die Einstellung und die Umgebung sind in deinem inneren Selbst. Die Dinge, die du gelernt hast, die Fähigkeiten, die Bedingungen,
in deiner eigenen Psyche und Psychologie erschaffen. Dies sind deine Einstellung und deine Umgebung. Es ist die Medizin, die mit der Einstellung und der Umgebung kombiniert wird oder die zusammen interagieren, um den Effekt der Sicherheit, des Vertrauens und des Einfallsreichtums zu kreieren, die es ihnen ermöglichen, einen großen Sprung zu wagen und großartige Geschenke dafür zu erhalten. Ich hätte gerne noch mehr Schamanen in der Doku drin gehabt, die halt wirklich irgendwie von ihren Urvölkern das übermittelt bekommen haben, auch die Wirkung etc. und das nochmal ein bisschen anders erklären als zu wissenschaftlich, weißt du? Und Erfahrungsberichte. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was hier. Wenn das alles nicht da ist, bekommen sie es mit der Angst. Also ich hatte eigentlich keine physische Angst, dass jemand sterben oder einen Schlaganfall erleiden würde. Ich war ein wenig um die mentale Gesundheit einiger Leute besorgt, besonders die mit den höheren Dosen. Wir gaben einem Gentleman, der schon ein wenig Erfahrung mit der Droge hatte, eine Dosis und er war der Meinung, dass er noch nicht genug hatte. Also gaben wir ihm eine stärkere Dosis und er war weg. Er war wirklich weg. Es erinnerte mich an eine Szene aus dem Exorzisten. Ich meine, er saß plötzlich kerzengerade im Bett, hatte die Augen weit auf. Seine Pupillen waren weit und komplett schwarz. Und ich dachte, dass er vielleicht seinen Kopf einmal herumdrehen würde. Krass. Und ich schaute Rick an und Rick schaute mich an und ich dachte, oh mein Gott, der ist weg. Ich hoffe, dass er wiederkommt. Und das tat er. Der Countdown war wie rückwärts zu zählen und dich auf deinen Tod vorzubereiten. Als würde man sich aufgeben. Man spürt Kälte, wie sie durch einen hindurchfließt. Deine Venen. Es ist wirklich unbeschreiblich. Es ist hart. Es ist wie Eis, das durch deine Venen fließt. Das nächste, was neben meinem rasenden Herzen war ein brennendes Gefühl in meinem Nacken. Ich meine, es war verlässlich wie ein Uhrwerk. Das passierte jedes Mal, wenn ich DMT gespritzt bekam. Und dann würde ich ein Summen hören, das immer lauter und lauter wurde. Bis zu dem Punkt, an dem es alles zerbrach, was ich war oder wusste. Es war dieses Summen. Es wurde lauter und lauter, bis du dich einfach dem Ton hingabst. Und dann warst du da. Ich hatte ein warmes, volles Gefühl, ein goldenes Gefühl in meiner Brust, bevor es mir in den Kopf stieg. Ich fühlte, wie dieser warme Stab von 4 cm Durchmesser anfing, in meinem inneren, zentralen Kanal zu wachsen. Er stieg an und würde langsam meine Brust erwärmen, durch meinen Kopf gehen, sich verlangsamen und dann unglaublichen Druck auf meine Nebenhöhlen hinter meinen Augen ausüben. Sich weiter verlangsamen und anfangen, sich in meiner Haut hinter meiner Stirn auszubreiten. Ungefähr 2 Zentimeter hinter meiner Haarlinie. Ein paar Mal hatte ich Angst, dass meine Haut platzen würde, da es ein sehr physisches Gefühl war. Ungefähr 3 bis 4 Zentimeter über meinem Schädel und wenn es explodierte, ging der psychedelische Trip los. Exploded, motherfucker! Ich dachte, ich wäre gestorben. Ich sah die weißen Wolken, die renaissance-weißen Wattewolken mit den Göttern und den Engeln und dem Ganzen drumherum. Ich dachte, ich sterbe und war auf dem Weg nach draußen und riskierte einen kurzen Blick auf Cynthia und Rick, denn ich hatte meine Augen auf und sie standen beide da und sahen mich sehr ruhig an und ich dachte, das sind gute Nachrichten, mein Körper scheint okay zu sein. Alles im Mind, ne? Ich wusste nicht, ob es sich um meine Geburt handelte, die ich erneut erlebte, oder meinen Tod, der mir noch bevorstand. Ich weiß, dass die Zeit vergeht, dass die Linearität der Zeit vollkommen bedeutungslos ist in diesem Zustand. Du bist die Gottheit, der Punkt, an dem die Zeit sich selbst auf sich selbst faltet. Mehr und mehr Schichten meiner Menschlichkeit beginnen abzufallen. Am Ende geht die letzte. Nein, die vorletzte Schicht. Und ich kann es nicht richtig beschreiben, was es ist. Doch irgendwann hat man die letzte Schicht erreicht, die einen als menschliches Wesen definiert, und dann macht es Klick.
Man ist kein menschliches Wesen mehr. In Wahrheit ist man nichts, was man identifizieren kann. Es gab kein Konzept für Zeit. Nichts und alles gleichzeitig, ne? Es war sehr verwirrend. Ich war so verängstigt. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so verängstigt, aus meinem Körper herausgeschleudert zu werden, meinen Körper hinter mir zu lassen. Mit Lichtgeschwindigkeit durch meine eigene DNS zurückzufliegen, bis zum anderen Ende und raus ins Universum. Wow. So ging ich direkt auf das weiße Licht zu, und sobald ich eintrat, verlor ich jeden Sinn fürs Sein. Ich verlor das Gefühl dafür, was ich tat, die Vergangenheit oder für die Zukunft. Ich fühlte mich glückselig und euphorisch. Das war nicht ich. Ich war alles. Ich war das Licht. Ich hatte kein Gefühl für Separation, keine Schatten, keine Unterschiede, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es war alles Gegenwart und weiß-gelbes Licht. Dann fühlte ich, wie ich aus diesem Licht fiel, und als ich herausfiel, konnte ich das Licht wie den Schimmer der Sonne spüren, von der Flammen ausgingen, und ich fing an, dieses Gefühl von gewaltiger Trennung zu spüren. Ich streckte meinen Arm aus und war auf einmal in dem Universum, in diesem riesigen Raum mit diesen Wesen auf der anderen Seite. Ich streckte meine Hand aus und ein unglaublicher Regenbogen aus pinkem Licht senkte sich zwischen mich und diese Wesen, und ich versuchte, ihnen ein weißes Licht zu ändern, aber es war so unglaublich pinkes Licht. Diese Energie der Liebe, diese Fähigkeit zu lieben, die wir als menschliche Wesen in uns tragen, die versuchte ich ihnen zu schicken. Oh, leichte Gänsehaut, um ehrlich zu sein. Dieser Meteor war wie ein Trip durch den unendlichen Raum des inneren Bewusstseins. Und plötzlich taucht diese Picture-Puzzle-Pattern-Door auf. Der Bruder gibt mir gute Vibes hier. Ich sause da durch, als ob es nichts wäre. Ich fliege einfach hindurch. Doch jetzt weiß ich, was die Picture Puzzle Pattern Door ist. Die Picture Puzzle Pattern Door ist der entfernteste Rand deiner Menschlichkeit. Dies ist der Durchgang zu dem, was dich als menschliches Wesen bestimmt. Wenn man hindurchgeht, hört man zu einem bestimmten Teil auf, menschlich zu sein. Und je weiter man sich von diesem Punkt entfernt, desto weiter entfernt man sich davon, ein Mensch zu sein. Doch genau hier ist die Picture Puzzle Pattern Door alles. Sie ist alles. Sie definiert einen als menschliches Wesen. Sie ist deine. Diese Picture Puzzle Pattern Door bist du. Es scheint, als wäre es der Kern von dem alles, jede Wirklichkeit. Ich fühle mich gerade, als ob ich schon selber Ayahuasca genommen habe. Gleichzeitig geht es auch, sagt GC Austria. Ich küsse dein Herz, Bro. Es gibt allem eine Bedeutung. Symbole sprudelten hervor und alle waren miteinander verbunden. Symbole und Buchstaben aus jeder aller Sprachen sprudelten aus diesem Punkt hervor. Ich schaute mich in meiner Umgebung um und versuchte, alles aufzunehmen, alles zu verstehen. Aber es war alles voller Maschinen oder Strukturen, die ich noch nie gesehen hatte, die ich nicht kannte. Und ich fühlte mich wie ein Höhlenmensch in einem Computerlabor. Ich hatte keine Ahnung. So was Menschen alles sehen, ne? Ich habe mir auch schon ein paar Erfahrungsberichte reingezogen, wo Leute auch andere Wesen gesehen haben, die nicht so aussahen, als ob sie Menschen waren. Jetzt beschreibt sie so eine technologische Welt, die viel fortgeschrittener ist als unsere Welt und so. Ich frage mich, was das für eine Quelle ist, die man da anzapft, wenn man sowas nimmt. Aber ich wusste in meinem Verstand, dass dies eine weit fortgeschrittene... Der Haki Shack sagt, Leon, möchtest du mal probieren, LSD-Trip-mäßig? Also LSD weiß ich nicht ganz genau, aber ich bin mir fast sicher, dass ich Ayahuasca mal in meinem Leben auf jeden Fall ausprobieren werde. Zivilisation oder Lebensform war, oder was auch immer sie waren. Sie waren dem, was wir hier auf der Erde kennen, so weit voraus. Es gab einen Zustand darin,
Ich nenne es die Steckenpferde. Netzartige, ineinander verzahnte Steckenpferde. Und ich arbeite damit, denn so wirkten sie auf mich. Sie greifen in ein... Was sind Steckenpferde, Bro? Steckenpferdi-Vibes. Was ist das? Und ergeben dieses visuelle Muster, das unendlich im Raum erscheint, und dann ist man von innen nach außen gekehrt, innerhalb jeder Seite, und es wird unmöglich, sie zu verwenden, und Worte fangen an, einem einfach zu entfallen. Die Textur des Raums sah aus wie eine animierte mexikanische Fliese. Es schien hyperlebendig zu sein mit Farben in Technicolor, doch gleichzeitig wie Lehm mit erdigen Farben, also mit einem erdlichen, das zur Erde zeigt, was aber nicht wirklich die Erde ist. Es gab kein Auge. Es fühlte sich eher so an, als wäre man Zeuge von oben, von diesem unglaublich gewölbten Raum, wie in einer Kathedrale aus farbigem Glas mit allen nur erdenklichen Farben, unglaublicher Brillanz und kräftigen Farben in einem atemberaubenden Muster in dieser Kuppel, dieser gigantischen Kuppel. Es fühlte sich an wie ein kleiner Planet, und es gab geflügelte Wesen. Ich erinnere mich nicht genau daran, wie sie aussahen, aber sie waren wie Engel oder sowas Ähnliches. Sie flogen majestätisch durch den Raum. Und da war etwas an der Qualität, mit der sie flogen, was sie einzigartig machte. Ich habe nie etwas Ähnliches gesehen. Es war wie, ich weiß auch nicht, wie das Gefühl, dass da ein anderes Reich war. In einem Moment hatte ich das eindeutige Gefühl, dass dies ein göttliches Reich war. Und es war nicht wie ein Gedanke, sondern eher wie eine unausgesprochene, drückende Wiedererkennung. Es war alles sehr, sehr unpersönlich. Ich hatte diesen Raum um mich, in dem ich bemerkte, dass ich im Bereich der Seelen war und auf meine Neugeburt wartete. Ich war da. Im Bereich der Seelen. Wo ich schon so vorher war. Und ich erkannte es wieder, und dieser unglaubliche, alles durchdringende Frieden kam über mich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein starkes Gefühl von Frieden erfahren. Alles war weg, alle Hoffnung, alle Angst, jede Bindung zur materiellen Welt wurde vollkommen von mir genommen. Ich war frei, um einfach nur die Essenz einer Seele zu sein. Als die Medizin schwächer wurde, erfuhr ich das vertraute Gefühl, wieder in meinem Körper zu fahren. Ich erinnere mich, dass das ein Teil von fast all diesen Erfahrungen war, wieder mit meinen Sinnen zu verschmelzen und das Gefühl zu haben, in einem Körper zu wohnen, und dieses Gefühl wurde langsam immer wichtiger, und dann sagte ich, okay, ich bin hier und ich lebe in meinem Körper und mir geht es gut. Das ist krass, aber diese Erkenntnis dann mitzunehmen in den Körper rein, so. Ich glaube, es kann sehr, sehr viel mit dir machen. Laura nimmt also den Augenschirm ab und ich frage sie, mit meinen Augen noch nicht ganz auf, frage ich sie, wie lange ich weg war. Denn ich muss es wissen. Und Rick flüstert, so um die 15 Minuten. Einen Moment lang bin ich schockiert. Das kommt einem vor wie die Ewigkeit, ne? Denn mein Geist muss sich wieder einfinden nach der ganzen kognitiven Dissonanz der Erfahrung. Ich war 15 Minuten lang weg. I like that. 1000 Jahre. Zekan 34. Thank you for the support, bro. Stufe 1 in, man. Hau mal eine Faust rein, Brudi. Also, gelinde gesagt, es war tiefgreifend. Es war tiefgreifend. Der ist da gerade voll emotional, gell, in dem Moment. Ich glaube, der hatte eben sogar ein bisschen Tränen in den Augen. Es ist unbeschreiblich, was ein menschliches Wesen in einem Krankenhausbett erleben kann. Ich meine, man kann fast das gesamte Universum erfahren. Leben, Tod und alles dazwischen.
Das ist keine Freizeitbeschäftigung. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es ist lebensverändernd. Es wird einen vielleicht genug schütteln, um sich bewusst zu werden, dass man offen sein muss für die Tatsache, dass man nichts weiß. Und das ist der Anfang vom Beginn des Wissens. Was wir hier sehen, ist so ein kleiner Teil von allem, was wirklich ist. Es frustriert mich, weil es natürlich keine Möglichkeit gibt, zu beweisen, dass ich im Raum war, dass ich andere Wesen getroffen habe, andere Lebensformen, die im Universum existieren. Vielleicht wird unsere Zivilisation irgendwann reif geworden. Mike Tyson hat geweint bei seinem Tripbericht, habe ich gesehen, Bro. Ja. Sein, diese Anker des unmöglichen Denkens über Bord zu werfen, dass solche Dinge unmöglich sind. Das ist es nicht. Sie wissen, dass alles existiert, wo wir es sehen können. Ich brachte die Studien 1995 zum Abschluss und musste, um ehrlich zu sein, ein paar Jahre Pause machen. Ich war mir des wachsenden Unbehagens bewusst bei dem, was ich tat, weil ich es einfach nicht erklären konnte. Boah, das muss auch hart sein für so einen Wissenschaftler, der sowas erforscht quasi und das dann nicht erklären kann. Hat er ja gesagt gerade, er brauchte erst ein paar Jahre Pause danach. Weil ich weder erklären noch Modelle für das erstellen konnte, was ich tat, und Menschen an den Rand dieser Art von Erfahrungen brachte, erschien es mir ein wenig unverantwortlich, die Leute über die Klippe zu stoßen, ohne wirklich zu wissen, was es war, es zu akzeptieren, es zu verstehen oder dieses Modell angenehm. Als ich für eine Weile pausierte, begann ich zu verstehen, dass das, was ich tat, in Wirklichkeit der Umgang mit einem spirituellen Phänomen war. Was sagen diese Experimente über den Charakter der Wirklichkeit aus, die Natur unserer Geister oder die Funktion unseres Gehirns, mit dem wir so plötzlich in diese alternativen Realitäten wechseln können? Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was uns diese Experimente über uns, über unser Bewusstsein und die Symbiose der beiden mitteilen. Ich glaube, Joe hat die Dokumentation gemacht, kann es sein? Es schien mir, dass das, was mit DMT passierte, besonders in Bezug auf einige dieser Berichte über das Betreten eines parallelen, alternativen oder freistehenden Reichs der Existenz, tatsächlich das war, was deren Bewusstsein vollbrachte. Die Chemie ihrer Gehirne, welches das Organ des Bewusstseins ist, wurde durch DMT so verändert, dass sie Informationen empfangen konnten, die sie normalerweise nicht empfangen konnten. Ja, es gibt die Erlebnisse mit DMT und Ayahuasca. Und die haben ihre Funktion. Aber was, wenn wir auch darauf achten, was sie uns ermöglichen zu sehen? Es reißt den Filtermechanismus für ein paar Minuten weg. Und für diese paar Minuten tauchen sie in diese rohe Datensphäre des Inputs. Input der Sinne, der Erinnerungen von Verbindungen ein. Schade aber, dass Joe nicht mitredet, sondern nur so immer die Sachen so quasi führt und leitet in der Dokumentation. Hätte auch ein bisschen was von Joe gerne gehört. Rogi-Vibes. Crazy, ja, wie gesagt, mach dich, Leon. Ich küsse dein Herz, dankeschön. Fühlen sich die Menschen, als ob es ihnen gestattet wäre, ihre Gehirne zu verlassen? Wir müssen sehr weit ausholen, um zu verstehen, was passiert, wenn sie diese Erfahrungen haben und was psychologisch passiert. Wir müssen versuchen, sowohl in der subjektiven als auch in der objektiven Wahrnehmung einen Sinn zu sehen. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, lassen Sie es uns wegdiskutieren und ausschließlich wissenschaftlich betrachten. Ich hörte, dass diese Berichte interpretiert wurden und man sie psychologische oder Gehirnchemie-Anomalien nannte. Dass es einen Teil des Gehirns gab, der für das Phänomen der außerirdischen Erscheinung verantwortlich gemacht wurde. Dies ist kein neues Phänomen. Wesen in einem veränderten Zustand werden schon seit extrem langer Zeit anerkannt. In vielen Kulturen seit Jahrtausenden.
Helfer, Geister, Assistenten, Engel. Alle diese Wesen sind bei Erlebnissen veränderter Zustände und in der menschlichen Mythologie vergleichsweise üblich. Ich glaube nicht, dass es außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt, dass Menschen auf eine Weise mit einer Art Intelligenz oder einem fühlenden Wesen kommunizieren, die auf einer anderen Ebene existieren, die nicht in unserer dreidimensionalen physikalischen Basis existieren. Das ist krass. Das könnte einiges auch beschreiben, was eventuell passiert ist. Wenn wir mal zurückgucken auf die Pyramiden-Doku, die wir uns reingezogen haben zum Beispiel, wo Wissenschaftler immer noch nicht genau wissen, wie die Dinger gebaut wurden, wie das möglich war und für was sie genau genutzt wurden. Also manche sind ja überzeugt davon, dass es nur Gräber waren, aber viele sind auch überzeugt davon, dass es eventuell mehr war. Und wer weiß, wo die das Wissen herhaben. Vielleicht haben die auch mit Psychedelics experimentiert und sich Wissen runtergeladen von irgendwelchen Entitäten, die wir so im physischen, normalen 3D-Leben nicht sehen. Hört sich heftig an, kann aber sein. Ich schaue es mir an und denke, okay, heilt die Droge sie? Hilft es ihnen? Und gibt es ihnen die Werkzeuge dazu? Was bringen sie mit zurück? Was man mit zurückbringt, sollte mehr sein, als dass es diese Wesen da draußen gibt. Die besten psychedelischen Entdecker sind die Menschen, denen bewusst ist, dass die Wahrheiten auf so einer Reise auch nicht die Wahrheiten sind, sondern neue Modelle, neue, was wäre wenn, alternative Rahmen. Geil. Geil erklärt. Ich feier die Doku. Es ist eine Karte und eine klare Methodologie gibt, bekommt man einfach eine Reihe an unterschiedlichen Erfahrungen. Generell, ich feiere das auch mit euch zusammen, Dokus reinzuziehen. Auch wenn wir nicht viele Zuschauer sind hier auf Twitch, leider. Auch wenn wir nicht viele Zuschauer hier sind, feiere ich das mit euch, die Dokus so reinzuziehen, was zu lernen, ein bisschen neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ist einfach mega interessant und es ist auch dann keine Zeitverschwendung. Früher habe ich teilweise auf Videos reagiert, die für mich eigentlich mehr oder weniger Zeitverschwendung waren, weil die mich als Mensch gar nicht wirklich interessiert haben. Aber die Talks und die Sachen, die ich mir aktuell reinziehe, sind halt einfach wirklich Dinge, die mich auch persönlich als Mensch interessieren und wo ich was mitnehmen kann. Und das dann mit der Community zu teilen, ist einfach was Schönes. All diese unterschiedlichen Erfahrungen wurden bei NTEs, Nahtoderfahrungen, Entführung von Außerirdischen, Treffen mit Außerirdischen und sexuelle Ekstase beschrieben. Ich glaube, dass sexuelle Ekstase? Diese What the fuck? Erlebnisse tatsächlich Bruchstücke sind. Wenn wir das Konzept der Bruchgeometrie verstehen, egal wie klein es ist, enthält alles, das im größeren Bild enthalten ist, und das würde all diese verschiedenen Experimente eindeutig validieren. Um diese Phänomene als Halluzinationen oder Fantasie abzutun, ist es hilfreicher, die Mechanik der Aktion zu untersuchen. Wenn es real ist, wie funktioniert es dann? Hier sind diese extraordinären, wiederkehrenden Phänomene, die diese Dinge beschreiben, die eindeutig mit einigen der großen Themen in der Mystik oder der religiösen Erfahrung oder dem Treffen mit anderen Wesen verbunden sind. Mysti-Vibes. Wenn Sie nicht hingehen können und das Material von innen in einem neurowissenschaftlichen Rahmen nachweisen können, hinterlassen Sie eine riesige Lücke. Sie müssen dieses Zeug nachweisen, genauso wie Sie Träume nachweisen müssen oder alle möglichen Arten von psychoaktiven Reaktionen nachweisen müssen. DMT als erklärendes Modell, als Mediator zwischen unserem Bewusstsein und dem Bewusstsein einer nichtkörperlichen Art von Realität, ist praktisch. Mit DMT gibt es keine Worte, also würde ich versuchen, die Erfahrung in einem mathematischen Vokabular auszudrücken. Hat auch der Keanu so gesagt, dass es voll schwer ist, das zu beschreiben. Und ich glaube, es ist auch, ja, es ist bestimmt extrem schwer, das zu beschreiben. Ich glaube einfach, dass es halt diese höhere Ebene ist, von der ich auch in unserem Talk mal gesprochen habe, wo alles miteinander verbunden ist. Diese Seelenwelt halt, wo alle Seelen vorhanden sind. Wo man merkt einfach, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle eins sind. Das alleine, die Erkenntnis schon, ist, glaube ich, mega schön. Allein deswegen würde ich gerne mal so eine Erfahrung machen, einfach um zu schauen.
Ich habe mich auf die Metapher der Vibration und wie Vibrationen in Flüssigkeiten Formen kreieren spezialisiert. Und das wäre der Schlüssel der Beziehung zwischen dem spirituellen Reich und dem Weltlichen. Psychedelische Drogen oder andere Arten von pharmazeutischen Substanzen könnten helfen, einen Zustand hervorzurufen, in dem Menschen sich fühlen, als wären sie in Kontakt mit einem tiefgründigeren Reich. Sie verstehen die Wirklichkeit auf einer fundamentaleren Ebene und erhalten einen großartigen Einblick in die Wege, wie die Welt funktioniert und wie sie sich als menschliches Wesen mit dieser Welt in Verbindung setzen sollten. DMT ist in meiner Erfahrung ein größerer Durchbruch als LSD, Pilze, Peyote und all die anderen. Es ist instruktiv. Es unterstützt die Evolution und die Erschaffung der Zukunft und ist in sich schon ein Mysterium. Wie kann dieses kleine Etwas etwas produzieren, das Intelligenz besitzt? Ist es eine Tür in eine andere Realität? Was ist der Charakter der Realität und wie erfahren wir als Menschen diese? Können wir sie besser verstehen? Sind wir in der Lage, die Realität auf einigen fundamentalen Ebenen zu verstehen? Und was müssen wir tun, um uns darauf vorzubereiten? Es scheint, als gäbe es parallele Universen. Zumindest ist das eine Theorie der modernen Physik. Es gibt dunkle Materie, Quantenphysik, war? Die den Großteil von vielleicht 95% oder mehr unseres Universums ausmacht. Als radikale Idee ist es vielleicht einfach logisch, unsere Gehirne zu benutzen, um mehr zu sehen, statt uns dabei auf Maschinen zu verlassen. Es gibt noch unentdeckte Bereiche, die nichts mit dem zu tun haben, was bis heute entdeckt wurde. Das glaube ich auch. Gravitation war bis 1604 völlig unbekannt. Das elektromagnetische Feld war bis 1830 unbekannt. All diese fundamentalen Felder der mathematischen Physik, wie wir sie nennen, sind neue Entdeckungen. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu entdecken. So viel. Also ich glaube, wir sind nicht mal ansatzweise da, wo wir sein könnten, was unser Wissen angeht. Dunkle Energie ist sogar eigentlich überzeugt davon, dass wir damals vielleicht sogar weiter waren als heute, weil heute mit diesen ganzen Ablenkungen, die wir haben, Indoktrination mit Fernsehen und diese ganze Scheiße hält uns, glaube ich, davon ab, das wahre Wissen zu erlangen, was Urvölker, glaube ich, auch schon hatten, einige Urvölker. Eine noch neuere Entdeckung und danach gibt es vielleicht noch weitere Entdeckungen, die hinter dem Kosmos und in höheren Dimensionen verborgen liegen. Ich kann immer noch nicht besonders viel mit dem Konzept von Gott anfangen. Aber ich glaube, dass es höhere Ebenen, transzendente Ebenen der Realität gibt. Und ich fange an, daran zu glauben, dass das Gehirn nicht die Quelle des Bewusstseins ist. Dass es nicht wirklich das ist, was wir sind, sondern ein Radioempfänger für etwas viel Größeres. Sind diese Erfahrungen spirituelle Erfahrungen? Werden sie durch physiologische Prozesse erschaffen oder reagiert das Gehirn auf etwas, das passiert? Ja, ich glaube auch nicht, dass das Gehirn das ist, was wir sind. Ich glaube, wir sind reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein, unabhängig vom Gehirn und auch vom menschlichen Körper. Vielleicht findet jemand einen Weg, unsere Gehirne auf spirituelle Erfahrungen einzustellen. Das ist ein Tool, glaube ich einfach. Das ist unser Rechner, den wir bedienen können. Bin mir nicht sicher, dass das die Realität mindert oder die Wirklichkeit, um die es in diesen Experimenten geht. Wenn es sich herausstellt, dass die Pharmakologie oder die Psychopharmakologie der psychedelischen Experimente eigentlich dasselbe ist wie religiöse oder spirituelle Erfahrungen, würde es uns helfen zu verstehen, wo diese Erlebnisse im menschlichen Gehirn stattfinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die biologische Basis für Moral und ethisches Verhalten austesten. Ich denke, dass diese primären religiösen Erlebnisse wirklich der Weltreligionen sind. Die Forschung, das Wissen und die Spekulationen über die Zirbeldrüse und DMT sind in Wahrheit die Hand Gottes, die mit unserer natürlichen Evolution zusammenarbeitet
um eine Beschleunigung des Prozesses der Erlösung des Individuums und die kollektive globale Erleuchtung zu stimulieren. Durch meine Erfahrungen mit Ayahuasca halte ich mich selbst für eine spirituelle Person. Ich weiß jetzt Dinge, die ich anders nie herausgefunden hätte. Diese Erfahrung ist für so viele verschiedene Menschen so ähnlich und so einfach erreichbar. Und so viel Information kommt mit so wenig Aufwand, dass es so etwas wie ein Wunder ist, dass wir die normale Realität überschreiten können und vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was für das Überleben notwendig ist. Von neuen Wegen der medizinischen Behandlung zu einem besseren Verständnis des Universums zu lebensverändernden Offenbarungen bieten uns diese natürlichen Mittel die Möglichkeit, größeres Wissen zu erlangen. Mittel, die das Leben auf unserem Planeten positiv beeinflussen könnten. Lassen Sie uns Dr. Strassmans Frage beantworten. Wenn ja, was soll's? Ghostwriter sagt gerade, ich würde am liebsten mit jedem hier im Stream ein großes Treffen machen. Ihr seid alle sehr respektvoll und ausgeglichen. Einfach eine coole Sache hier zu sein bei Gleichgesinnten. Geil. Bester Mann. Einmal Herzen in den Chat für diesen schönen Talk. Yo, ist das eben Joe Rogan? Ja, das ist Joe Rogan, Bro. Einmal Herzen in den Chat. Das ist die Love Community, Bro. It's all about the love. Durch den Zusammenbruch des Bewusstseins sind spirituelles und wissenschaftliches Wissen auseinandergebrochen. Diese beiden Formen des Wissens müssen wieder zusammenfinden. Mit anderen Worten, Wissenschaft und Technologie sind aus einem traditionellen religiösen Blickwinkel nicht getrennt. Es ist Teil des Prozesses, durch den die Menschheit in die nächste Phase der Evolution gelangen wird. Wie finden wir die richtige Form für psychedelische Drogen in der Zukunft? Angenommen, psychedelische Drogen sind Teil der menschlichen Zukunft, dann werden sie im Moment unterdrückt. Ich glaube, solange wir halt so eine Regierung haben, wie wir sie haben, und die mächtigen Menschen auf der Welt haben, wie wir sie haben, die möchten, dass wir Roboter anbeten in der Zukunft und dieses Gott und Spiritualität mal ein bisschen hinter uns lassen, schwierig, dass das in der Zukunft halt ein großes Thema spielt. Ich hoffe halt, dass sich das verändern wird. Dass mehr spirituelle Führer kommen, dass wir mehr in diese Richtung tendieren. Erhalten und für illegal erklärt. Falls sich das ändern sollte, wie würden wir anfangen, ein System zu konstruieren, das eine rationale, reife Erkundung psychedelischer Drogen erlauben würde? Ich glaube, dass es darum geht, der Wissenschaft die Relevanz dieses sonderbaren Reiches zu verdeutlichen und zu zeigen, dass es nicht nur verrücktes Zeug ist und nicht als solches oder als uninteressant oder illegitim gesehen werden sollte. Dadurch, dass es ein Tabuthema ist, ist es erst recht besonders interessant geworden. Aber wir wollen das Kind nicht mit dem Bad ausschütten und ich denke, dass es wichtig ist, der Wissenschaft dahin Vertrauen zu schenken. Was bedeutet das? Warum gibt es einen Teil des Gehirns, der unter Ermangelung eines besseren Wortes ein Gottdetektor ist? Was ist der evolutionäre Vorteil, einen Teil des Gehirns zu haben, der transzendente Erlebnisse auslöst und verarbeitet? Die Geheimlehre zeigt uns, dass die Zirbeldrüse tatsächlich der Rand einer höheren Dimension ist, die in unsere niedrigere Dimension eindringt und exakt in der Mitte des Gehirns sitzt. Krass. Ich kann mich erinnern, über Descartes zu lesen und zu denken, dass er die Schnittstelle zwischen der spirituellen Dimension und der Dimension der Materie ist. Und ich erinnere mich... Es wäre doch geil, wenn alle Menschen einen vernünftigen Zugang zu ihrer Zirbeldrüse hätten, beziehungsweise die freigelegt wäre, entcracked, wie Kianosch an der Stelle sagen würde, wenn wir alle ein bisschen spiritueller werden würden und dieses Übermenschliche verstehen würden. Also, ich glaube, dann wäre die Welt besser, als sie gerade ist. Als alberne Idee, unsere Geschichte zu lernen, und jetzt erscheint es wie eine sehr interessante Idee. Was wir da draußen suchen, ist in Wirklichkeit genau hier.
Es ist eine Tür, ein Tor. Wir konzentrieren uns auf den transformierenden Effekt von psychedelischen Drogen. Jedoch ist auch der Umkehrschluss wahr, nämlich dass es eine Transformation braucht, um psychedelische Drogen anzunehmen. Es ist eine der verzwickten Paradoxien der Postmoderne, dass psychedelische Drogen eine Transformation sowohl benötigen als auch hervorrufen. Wir haben unsere Verbindung mit dem Geiste gebrochen. Das ist, was unsere Gesellschaft getan hat. Sie hat versucht, uns zu überzeugen, dass die materielle Welt die einzige ist und dass der einzige Weg, die Verbindung mit dem Geiste wiederherzustellen, durch die Hilfe von Pflanzen geht, wovon ich fest überzeugt bin. Ich glaube, nicht der einzige, aber es ist auf jeden Fall ein Weg und ich gebe ihm recht. Ein Teil unserer Arbeit ist, bitte benutzt Zahnpasta ohne Fluorid. Das kalkt die Zirbeldrüse voll, wa? Die Medizin zu respektieren und dann die Kultur so weit zu verändern, dass Menschen, die sie nehmen, respektiert werden. Nicht jeder braucht sie oder sollte sie wollen. Aber auch dafür müssen wir Forschung betreiben, denn so erkennen wir Dinge in unserer reduktionistischen Gesellschaft an. Ethnobotanist. Ah, krass. Botanikerin. Ethnische Botanikerin, wa? Mit dem Vergehen der Jahre und der Möglichkeit zu reflektieren, bin ich der Meinung, dass es ein wachsendes Verständnis dafür gibt, dass es etwas vom Studium dieser Stoffe zu gewinnen gibt. Dass es vieles gibt. Krass, mit Fluorid habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Falls einer eine Doku hat, Ausrufezeichen Discord in den Chat rein. Und mal eine Doku in die Videovorschläge über Fluorid reinfetzen oder ein Video. Würde mich sehr interessieren. Dass wir lernen können. Kann uns auch wieder aufs nächste Level bringen. Und dass es sehr wohl mögliche Behandlungen geben kann, besonders für Patienten, bei denen konventionelle Behandlungen ineffektiv sind, für die das Psycho... Wäre schon cool, wenn es so einfach wäre, ein höheres Bewusstsein zu erreichen. Ja, einfach ist relativ. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also wie viele Menschen sich das vorstellen. Es gehört halt einfach eine krasse Disziplin dazu, sich nicht mehr so krass von dem Weltlichen und von den äußeren Einflüssen so catchen zu lassen und mehr in seinen Spirit wieder reinzufinden. Ist eigentlich einfach, aber man muss dafür halt krass diszipliniert sein. Das psychedelische Modell, wenn optimal verwendet, große Vorteile bieten könnte. Ich denke, dass das Wichtigste, was wir im Moment tun können, was auch ziemlich direkt wäre, ist, die Frage zu stellen und zu beantworten, ob Ayahuasca Menschen mit Drogen- oder Alkoholproblemen helfen kann. Angenommen, dass wir wissen, dass die... Davon habe ich schon oft gehört, dass Leute nach ihrer DMT- oder Ayahuasca-Erfahrung ganz schnell damit aufgehört haben, Drogen zu nehmen bzw. zu rauchen. Von Rauchern habe ich sehr oft gehört. Tee und ähnliche Alkaloide einen sehr starken Effekt auf dieselben Rezeptoren haben, die für Depression verantwortlich sind und dass die meisten Menschen, die Drogen oder Alkohol konsumieren, eine schwere Depression oder Angstzustände behandeln. Über die letzten Jahre hatte ich macht Sinn auf jeden Fall. Psilocybin, was das aktive Alkaloid in halluzinogenen Pilzen ist, als Behandlung für Patienten zu benutzen, die in fortgeschrittenen Krebsstadium waren und Angst hatten. Wir behandeln die Angstzustände, nicht den Krebs. Psilocybin ist 4-Phosphoryloxy-N, N-Dimethyltryptamin ist von der chemischen Struktur DMT sehr ähnlich. Was ich eigentlich erreichen will, ist, die Dinge so zu verwenden, wie sie traditionell verwendet wurden, um Menschen zu heilen, ihnen zu helfen und Menschen im Jetzt beim Umgang mit dem Sterben zu helfen. Es verändert die gesamte Beziehung zu ihrem Tod, ihrem bevorstehenden Tod. Ob sie es glauben oder nicht, sie werden sterben und mit diesem Mittel, mit dem sie schon vorher einmal hinübergehen könnten, wird ein Teil der Angst, die damit verbunden ist, verschwinden. Das habe ich auch schon oft gehört. Ich fange an, mich zu fragen, ob das Bewusstsein den biologischen Tod überleben kann. Vielleicht ist das Modell, mit dem wir in der Psychiatrie... Safe. Safe. Ich bin mir fast sicher.
und der Verhaltenspharmakologie arbeiten, einfach falsch. Es ist genau andersherum. Erst kommt das Bewusstsein ins Universum und die Materie folgt als Ergebnis. Substanzen wie DMT oder 5-Methoxy-DMT zu verwenden, könnte uns wirklich helfen, uns vorzubereiten, indem wir eine flüchtige Todeserfahrung üben können. Bis jetzt können wir sehr positive Effekte beobachten in Bezug auf die Erfahrung während der Sitzung und die Folgeeffekte auf die Stimmungsregulation und Angstkontrolle, Schmerzempfinden und die allgemeine Lebensqualität von Krebspatienten. Der Großteil unserer Patienten macht sich sehr gut in der ihnen verbleibenden Zeit. Für die vor allen Dingen manchen Leuten ist auch gar nicht bewusst, dass sowas wie Angst, generell negative Vibes auch Krebs auslösen können oder krebsfördernd sind. Und gute Energie, gute Vibes, lieben, positiv sein, dagegen wirken, weißt du? Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass Krebs auch oft eine konzentrierte Form von negativer Energie ist. Menschen, die sich mit dem Gedanken anfreunden, ist ein Teil der Wiedererkennung, dass diese psychedelischen Drogen einen Raum öffnen, von dem sie vorher nicht wussten, dass er existiert, ihnen einen Einblick in das gewähren, was nach dem Tod passieren könnte und eine Perspektive zu den Leistungen bietet, die sie in ihrem Leben erbracht haben und sich damit besser mit ihrem eigenen Leben fühlen. Ich denke, dass alle Menschen, die psychedelische Reisen erleben und meditieren, sich einen Einblick in dasselbe höhere Reich verschaffen und Informationen empfangen und diese weiterentwickeln. Es kann in die normale Wissenschaft aufgenommen und mit wissenschaftlichen Methoden angegangen werden. Damit kann unsere Intelligenz und unsere Fähigkeit, auf diesem Planeten zu überleben, gesteigert werden. Wir sind eine sterbende Spezies, wir leben auf einem sterbenden Planeten. Wir töten den Planeten, was unsere Krankheit extrem schwer macht. Wir sind verzweifelt auf der Suche nach neuen Informationen und Ideen, damit wir uns übertreffen können. Wir müssen uns entwickeln und ich bin der Meinung, dass unsere intellektuelle Evolution durch die psychedelischen Pioniere festgelegt ist. Es ist so einfach, die Welt zu verändern. Das ist etwas, was man auf psychedelischen Drogen erkennt. Wenn man nicht in der Schönheit der psychedelischen Erfahrung selbst hängen bleibt. Es ist, als würde man die Realität durch ein Prisma aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten. Man kann eine andere Projektion durch die Kristalle sehen. Und sie ist wunderschön. Okay, aber man muss zurückkommen. Wenn ich jemals... kann mir vorstellen, dass manche Leute gar keinen Bock mehr haben, zurückzukommen, wenn sie sowas erleben gerade. Wenn die Behandlung mit psychedelischen Drogen und DMT aufnehme, würde ich nicht mehr einfach mit der Gehirnchemie spielen, um zu gucken, was passiert. Ich denke, eins der Dinge, die ich während der Forschung gelernt habe, ist, dass man nicht einfach Drogen verabreicht und schaut, was passiert. Das ist ein wenig hartherzig, wenn das das richtige Wort ist, aber es ist das erste Wort, das mir einfällt. Wenn man die Menschen wirklich für so etwas öffnen will, muss es einen Grund haben und nicht nur wissenschaftliche Neugierde. Ich möchte gerne helfen, anstatt einfach schlauer zu werden. Gutes Mindset, Respekt. Mein Geist ist ein zweischneidiges Schwert. Zeitig für die vielen Welten, die Welt der Nachrichten, die Welt der Geister und die Welt der Wesen öffnet und gleichzeitig das Material rigoros in die Säurebäder der Neurologie und Soziologie und in die Konstruktion der Realität taucht. Die Weisheit, die aus diesen Dingen hervorgeht, ist eine schwierige Mischung aus authentischer religiöser Erfahrung mit Gott und Nachrichten und klaren Zeichen und diesen bemerkenswerten Spiegeln des Geistes. Die Neugierde, vielleicht die Einzigartigkeit des Menschen, sorgt dafür, dass wir in beiden Reichen leben. Wir haben die Fähigkeit, spirituelle Erfahrungen und physikalische Erfahrungen zu sammeln.
Die Agenda der Geisterwelt, falls es eine gibt, ist, unser vollständiges Potenzial zu erleben und zu verwenden und vielleicht die Entscheidungen, die wir als Zivilisation treffen und den sozialen Rückprall, der weit über uns selbst hinausgeht, zu spüren. Das spirituelle Wissen muss auf jeden Fall größer werden. Das muss noch viel größer werden, weil die physikalischen Geschichten sind ja schon gut erforscht, aber diese ganze spirituelle Sache ist immer noch sehr belächelt, leider von der westlichen Welt. So, da müssen wir, glaube ich, noch extrem viele Fortschritte machen, damit wir ein harmonisches Miteinander bekommen. Ich denke, dass DMT eine überzeugende Mahnung ist, dass es sehr viel mehr über die Realität, das Universum, uns selbst und die Biosphäre zu lernen gibt. Dass es sehr viel mehr gibt, als wir uns vorstellen. Es scheint, als wäre unsere Realität nicht die einzige Realität. Ab und zu zeigen sich die Öffnungen und wollen vielleicht sogar entdeckt werden. Als Menschen sind wir Kreaturen, die nach Wissen dürsten. Wir nutzen Zeit, Geld und unendliche Energien, um in Schulen, Kirchen, Firmen und in der Technologie danach zu suchen. Wissen ist Macht und damit unsere größte Suche. Dimethyltryptamin, ein Molekül mit einem komplexen Namen und der simplen Fähigkeit, die Tür zu einer anderen Dimension und vielleicht, nur vielleicht, zu unserer zukünftigen Evolution zu öffnen. Krass. Geil. Geil, 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 geil. Sehr stark. Das war eine Dokumentation, glaube ich, von Joe Motherfucking Rogan, Bro. Ich glaube, der hat die Dokumentation gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man hat wieder einiges gelernt über DMT. Hat mich diesem ganzen Thema auch wieder ein bisschen näher gebracht. Was sagt ihr dazu, Freunde? Fandet ihr die Doku cool? Gebt mal einmal kurz Feedback in den Chat rein.